Ladies and Gentlemen, das finale Update-Video ist da zum Turnier. Wie es mit den Regeln ist, wie es mit der Tabelle ist, wie gespielt wird. Jetzt machen wir die finalen Fakten. Heute sogar mit meinem Co-Host mit dabei. Und das seht ihr jetzt nach dem Intro. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Hoffentlich hat euch das Intro gefallen. Wie gesagt, diesmal zu zweit, dieses letzte großartige Update-Video. Am Mittwoch geht das große Turnier schon los. Mehr dazu gegen Ende. Das teilen wir in mehrere Parts auf. Und mit wir sage ich Inki und ich. Und wie gesagt, Inki ist mein Co-Moderator und wird die kompetente Seite dann übernehmen. Nachher bei den Streams, beziehungsweise bei den Spielen selber, wird seine Analysen abgeben. Und ich werde daneben sitzen, mir die anhören und auch was sagen. So, am Ende Du wird's ab. stellst quasi die Fragen und ich gebe die Antworten, so gesehen. Genau. Ich mache einfach den anderen Job, weißt du? Ich mache einfach die Comedy. Ja, genau. Unterhaltung und trockene Theorie. Genau. Na, also, hey. Explosives Gemisch, so gesehen. Genau. Inki wird auch dann alles aufnehmen. Richtig? Ja, das hatte ich vor durchaus. Genau. Und dann könnt ihr das bei ihm auch sehen. Er wird natürlich dann auch in der Videobeschreibung verlinkt. Er wird natürlich dann auch bei der Tabelle, die ihr am Ende seht, dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Das wird auch alles verlinkt. Also quasi alles, was wir bereden, könnt ihr nachher auch einsehen. Und wenn ihr zum Beispiel das auch streamen und aufnehmen wollt, einige haben es ja schon mich wissen lassen bei der Anmeldung oder durch meine Fragen auf Discord, die ich sehr gut vollgespammt habe. Und falls ihr noch nicht darauf geantwortet habt, lasst mir gerne eine DM da, schreibt mir einen Link, dass ihr das aufnimmt oder streamt, dann packe ich euch auch ebenfalls mit dem Link dann in die Videobeschreibung oder beziehungsweise und mache ich eine Playlist, wo dann die Matches nachher dann auch zu finden sind, zur Vervollständigung. Ihr müsst es nicht, das ist nur ein Angebot, weil ich finde es cool, wenn möglichst alles da ist. Und wir haben bei uns die Ausnahme, bei wichtigen Sachen kommen Streams auf dem Hauptchannel. Das wird die Sache sein. Das wird das erste große Turnier sein, was wir veranstalten. Beziehungsweise die Liga, so kommen wir gleich. Aber erstmal kommen wir zu dem wirklich Wichtigen, was teilweise in den letzten Tagen auch schon besprochen wurde und nochmal Fragen gestellt wurden von eurer Seite aus. Inki wird jetzt gleich die große Ehre haben, die Regeln vorzustellen und das kommt jetzt. Also zu den Regeln, da habe ich halt eigentlich in erster Linie die Standard-Turnierregeln, wie die meisten Community-Turniere oder so weiter stattfinden, mir rausgesucht und daraus resultieren halt auch relativ einfach zu verstehende, aber trotzdem grundlegend gut brauchbare Rahmenbedingungen aufgeschrieben. Zum Regelwerk. Also, erstmal, wir spielen ein Ligasystem, das bedeutet, jeder spielt gegen jeden. Jeder muss gegen jeden einmal antreten und das gibt dann hinterher auch entsprechend Punkte. Ja, ich würde sagen, der Sieger kriegt einen Punkt, der Verlierer kriegt 0 Punkte und dann guckt man hinterher, wie es aussieht. Das nächste ist dann, damit das Ganze auch irgendwo ein bisschen ohne Probleme abläuft, dass das Ganze zeitlich auch gut gehalten wird. Und ne, es ist halt ein bisschen blöd, wenn einer da zu spät kommt und daraus resultieren 9 andere Leute plus wir als Streamer, also 11 andere Leute warten auf eine Person. Daher gibt es die folgende Regelung: Der Map-Vote startet 15 Minuten vorher. Ne, das geht nur als Pi mal Daumen, können auch 10 Minuten vorher sein, aber 15 Minuten vorher ist Mapvote. Und sollte man einen Termin verschieben wollen, weil irgendwer nicht kann, die Oma hat auf einmal doch spontan samstags Geburtstags anstatt montags, ja, weiß man ja nicht, ist normal, dann eben daraus resultierend bitte 24 Stunden im Voraus Bescheid geben, damit man dann einen Ersatztermin finden kann. Sollten diese 24 Stunden nicht mehr einhaltbar sein, dann muss man das situativ nochmal von vorne gucken, was man da macht. Aber das könnte halt Probleme geben. Zum anderen dann auch noch bis 15 Minuten nach dem eigentlichen Termin bitte das Match starten. Ja, das heißt, haben wir 19 Uhr gesagt, dass wir um 19 Uhr spielen oder sowas. Da muss um 19 Uhr gespielt werden. Spätestens um 19:15 Uhr, nicht um 21:30 Uhr. Ich denke, das ist auch relativ klar. Zuwiderhandeln dieser Regeln sorgt halt im Endeffekt dafür, dass das Team einen Deathloss kassiert. Also gebt einfach rechtzeitig Bescheid und dann ist alles auch ohne Probleme, denke ich, zu machen. Dann kommen wir zu unserem Vote-System. Das ist eigentlich genauso, wie es halt auch in vielen anderen Turnieren stattfindet.
Erstmal, es gibt das linke und das rechte Team. Das linke Team bannt die erste Map, das rechte Team bannt die zweite Map. Dann darf das linke Team picken, welche Maps auch immer spielen will von den zwei übrig gebliebenen. Und das rechte Team darf dann die Seite wählen, ob sie nun als Angreifer oder als Verteidiger starten wollen. Dann, weil es aus irgendeinem Grund gefragt wurde, müssen wir halt auch direkt dazu sagen, nein, Bugs sind nicht erlaubt. Bug-Using ist absolut verboten, Cheaten ist verboten, das Nutzen von externen Programmen ist verboten. Ich denke, das ist nichts, wo man großartig drüber reden muss, sondern das ist, wir wollen es ja alle fair haben, wir wollen Spaß haben, der Spaß soll auch im Vordergrund stehen und es macht keinen Spaß, wenn da irgendwer über den Server dreht. Meiner Meinung nach, und ich denke, jeder, der nicht cheatet, mag es auch nicht, wenn er umgecheatet wird. Und ich wünsche mir ein turnierentsprechendes angebrachtes Verhalten. Das bedeutet, dass keine politischen, rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen fallen. Schon gar nicht im Chat oder so. Was ihr intern bei euch auf Discord macht, redet miteinander, wie ihr lustig seid, aber bitte haltet die Öffentlichkeit aus solchen Dingen einfach raus. Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Wenn sich da nicht dran gehalten wird, müssen wir eventuell sogar eine Turniersperre verhängen. Also was das Cheaten oder Ähnliches angeht, ne? Ihr könnt nicht im Spiel 1 cheaten und im Spiel 2, ja, jetzt bin ich aber clean oder sonst irgendwas. Lasst es einfach sein. Habt Spaß und dann wird das Ganze auch einfacher sein. Ja, und zu der ganzen Sache lässt sich auch nochmal sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also in entsprechenden Fällen einfach uns, die Liga-Leitung, kontaktieren und dann gucken wir situativ nochmal, ob man da eventuell auch einen anderen, ja, eine andere juristische Lösung findet. Ja, ja. Zurück an dich. Ich habe eine wunderschöne Excel- bzw. Google Docs-Liste angelegt. Wir wissen alle, dass es das gleiche ist. Und dazu schalten wir jetzt mal. Wir haben uns ein bisschen verkleinert, damit ihr auch bessere Einsicht habt. Diese Liste habe ich auch schon geteilt in unserem Discord. Das sind einmal die vier teilnehmenden Teams. Zum Beispiel auch die Sache von vorhin, wenn ihr sagt, ich stream das, ich nehme das auf. Zum Beispiel nachher, wenn Inki sagt, er nimmt das auf, könnt ihr nachher auch auf Inki drauf drücken und dann werdet ihr im besten Fall weitergeleitet. Ich versuche das dann bis zum Start hinzukriegen, wenn ihr mir das schickt, wenn ihr sagt, hey, würde ich cool finden, dann einfach Link schicken und ich gucke, dass ich das verlinken kann. Und das hier, liebe Leute, ist Seite 2. Unten werdet ihr das auch mal sehen können, wo was zu finden ist. Nachher kommen auch die Regeln dazu. Das, wie gesagt, ist einsehbar. Wir hatten gesagt, am Anfang ist wieder ein Turnier. Wir haben uns dann durch das System für die Variant League entschieden. Ganz passendes System. Wir haben alles aufgelistet, da könnt ihr das selber ablesen. Rechts ist noch die Legende, an der ihr das ablesen könnt, falls ihr die Abkürzung nicht wisst. Und vielleicht ist das die finale Tabelle schon und ich habe eine Prognose gegeben oder ich habe nur Team 1 bis 4 niedergeschrieben. Wir werden es später auflösen. Und genau, das seht ihr dann später alles. Im ersten System werden natürlich die Punkte wichtig sein, im zweiten System die Differenz und im dritten System geht es ums direkte Duell. So, und dann die finale Seite, da könnt ihr auch nochmal direkt sehen, wann was ist, die drei besonderen Spieltage. Am Spieltag 1 könnt ihr absehen, Team 1 gegen Team 2 und Team 3 gegen Team 4. Und das wird natürlich dann so am Ende sein, dass jeder mal gegen jeden gespielt hat. Rechts könnt ihr zufälligerweise noch sehen, wer wann nicht konnte, das wird nachher weggemacht. Das hat ihn nur da gelassen, um nochmal klarzustellen, jeder hatte die Zeit, mir zu sagen, an welchen Tagen er nicht konnte und an welche Uhrzeiten ihn am besten gepasst haben. Wir haben natürlich versucht, das möglichst gut für uns und gut für euch dann zeitlich alles einzugrenzen. Und nachher werden wir das natürlich immer weiter ergänzen, auch mit dem Ergebnis. Das werdet ihr dann später auch in der Tabelle nochmal sehen. Und genau. Wie gesagt, wir werden dann am Mittwoch, hier steht es auch, 15.07., dann fängt Spiel 1 an. Da werden wir streamen. Jeder von Team Hangover 96 oder Unterhosenmafia, der Lust und Interesse daran hat, auch das zu machen, ist das natürlich freigestellt. Das ist ja auch mehr oder weniger der Sinn des Turniers, dass jeder das so umsetzen kann, wie er es möchte. Ja, auf jeden Fall, die Freude bei mir wird jeden Tag größer und ich hoffe, das gilt auch für euch. Wie gesagt, es geht im Hauptsächlichen um den Spaß und wir wollen natürlich das auch so gestalten, dass jeder DMN hat. Falls was sein sollte, immer melden. Wir sind natürlich für euch da und...
Um es abzukürzen, es wurde alles gesagt. Ich wiederhole es zum 27. Mal, da es Yannick jetzt schon so häufig gesagt hat. Es geht um den Spaß. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch sehr. Wir sehen uns oder hören uns dann am 15. und trainiert bis dahin fleißig. Genau. Von mir aus ist ciao. Bis dahin, haut rein, Leute. Und schöne Tage. Freut euch. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?